Einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur 8. Coding Challenge. Heute geht's weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Im Endeffekt, letztes Mal hatten wir die Two-Sum Challenge, dieses Mal haben wir die Four-Sum Challenge. Und ich bitte euch, denkt da nicht so, das ist zwar schwer, ich weiß, aber probiert's einfach. Und ja, genau, im Endeffekt ändert sich nicht viel. Ihr könnt mal wieder über den Link in der Beschreibung, Achtung, das ist Localhost bei mir, bei euch sieht das Ganze ein bisschen anders aus, könnt ihr auf die Challenge zugreifen. Und sie über Solutions dann eben submitten, also /solutions/8. Im Endeffekt stehen die URLs wieder mal in der Beschreibung, wie immer. Und ja, was ihr dieses Mal machen müsst, ist sehr ähnlich wie letztes Mal. Allerdings bin ich gespannt, ob es vielleicht interessante und neuartige Ansätze von euch gibt, die das Ganze sehr viel effizienter machen können. Und zwar, ja, wir haben hier zum Beispiel eine Summe aus 4 Zahlen. Das sind, keine Ahnung, irgendwelche 4 Zahlen hier aus dieser Liste raus, die übrigens recht lang werden kann. Und eben, ihr müsst schauen, welche 4 Zahlen das Ganze sind. Eine wichtige Sache muss ich hierbei jedoch sagen, und zwar haben wir hier einmal, also nehmen wir einfach mal an, wir haben hier die ersten 4 Zahlen, die dieses Ding hier ergeben. Wenn wir noch irgendwo anders 8950 in der Liste drin stehen haben, was natürlich vorkommen kann, oder wir haben zum Beispiel diese 2 Zahlen kann ich natürlich auch irgendwie anders darstellen. Das heißt, ich habe hier im Endeffekt mehrere Möglichkeiten. Dann suchen wir immer die Möglichkeit, die das früheste i, also die früheste erste Zahl bevorzugt, dann die früheste zweite Zahl und dann die früheste dritte Zahl und dann die früheste vierte Zahl. Also ich kann natürlich sehr viele Varianten nehmen. Nehmen wir auch einfach mal an, 5910 kommt irgendwo hier hinten nochmal vor. Dann wäre es jetzt hier, dass ich dieses 5910 nehme, also das erste, nicht das letzte. Und wenn irgendwie 8950 nochmal weiter hinten vorkommt, dann eben das nehmen. Genau, also immer die, wo möglichst am Anfang stehen, also so kleine Indizes wie möglich eben. Warum das Ganze? Weil man dann natürlich früher breaken kann, sprich man kann das Ganze ein bisschen effizienter vielleicht laufen lassen. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob ihr vielleicht noch eine intelligentere Lösungsstrategie als einfach nur durchlaufen findet sozusagen. Und ja, das ist es eigentlich auch schon mit der Aufgabe. Hier wieder mal die übliche Vorgehensweise, wie ihr schickt eure Lösung, die natürlich wieder mal als Liste gedacht ist, also eine Liste aus Tokens oder aus Indizes tatsächlich. Sagen wir einfach mal, in unserem Beispiel war es jetzt 0, 1, 2 und 3. Das sind die Indizes von den Zahlen, die sich eben als K, als die Summe, also wenn man sie aufsummiert, die Zahlen an den Indizes ergeben in der Summe K, also das, was ihr hier in der Lösung, in der Challenge bekommen habt. Und das Ganze einfach dann über gültiges JSON bitte an den Server schicken. Und zwar an dieser Stelle hier. Wunderbar. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr wissen müsst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr natürlich irgendwie Probleme habt, dann könnt ihr jederzeit schreiben. Ich glaube, euch helfen mittlerweile sehr viele Community-Member hier, die da auch schon sehr fortgeschritten sind. Und ich möchte mich natürlich wieder mal bei allen bedanken, die so fleißig mitmachen und die ganze Zeit irgendwelchen tollen Code oder sowas submitten. Das heißt, wirklich auch anderen helfen. Und keine Ahnung, andere Sprachen nehmen. Ihr wisst ja, wir arbeiten hier meistens mit, oder ich arbeite meistens mit Python in der Lösung. Aber euch bleibt es natürlich freigestellt und ich finde es immer ganz toll, dass da so ein Austausch zustande kommt. Und ja, möchte mich bei euch natürlich auch mal wieder bedanken. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.